Jo Leute, willkommen zurück bei der 12. Folge von Batman. Oh, sagen Sie nichts. Sagen Sie nichts. Sie sind der Police Commissioner. Ihr Gesicht war auf dem Plakat, das mit meinem überklebt wurde. Worauf warten Sie, alter Mann? Johnny C. spielt keine Wunschsongs. Ja, das sind glaube alle ganz komische Leute. Gut, dass du gekommen bist, Jim. Das musst du sehen. Was ist das für ein Ort? Wer sind diese Leute? Bevor es ihn erledigt hat, hat der Joker sein infiziertes Blut an alle Krankenhäuser im Staat verschickt. Ich weiß, wir haben es gefunden. Wir haben was übersehen. Wie? Ärztliche Fehler. Transfusionen, die nicht verzeichnet wurden. 5 Personen waren betroffen. Sie waren dem Blut zu lange ausgesetzt. Es verändert sie. Sie werden zu Jokern. Mein Gott. Es ist eine Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die aber weiter mutiert ist als alles, was es bisher gab. Was ist mit ihm? Er sieht nicht aus wie die anderen. Henry Adams. Er ist am längsten infiziert, aber ohne Symptome. Immun gegen Jokers Blut. Robin versucht festzustellen, warum. Eins ist aber klar. Henry ist der Schlüssel zu allem. Ich habe kooperiert. Ich habe alles gemacht, was Sie wollten. Sie haben gesagt, es dauert nur ein paar Tage. Du kannst ihn nicht gegen seinen Willen festhalten. Wir sind nah dran, Jim. Wir können ihn nicht gehen lassen, bevor die anderen nicht geheilt sind. Halt. Du hast gesagt 5, ich zähle nur 4. Einer fehlt noch. Er wird bald hier sein. So, zippen wir her. So überrascht, Bats. Du wusstest, es würde früher oder später so kommen. Ich tief in dir drinnen. Zusammen werden wir dieser Stadt geben, was sie verdient. Einen neuen Batman. Einen besseren Batman. Einen dunkleren. Naja, dazu kommen wir später. Zuerst müssen wir ein paar Prioritäten setzen. So. Sicher, du hast die Explosion eingedämmt, die Stadt gerettet, aber Ace Chemicals wird dennoch explodieren. Du musst auch mal auf dich selbst achten. Ja. Ich hab dich vermisst. All die Subtilität und Nuancen eines Napalm-Einlaufs. Und los geht's. Sollten wir schleunigst Gas geben. Dann sollten wir uns auch verpissen. Yay. Bremsen. Alfred. Gott sei Dank. Als die Explosion, ich dachte schon, sie wären. Schon gut, Alfred.
Ich konnte den Explosionsradius verringern und verhindern, dass das Toxin die Stadt erreicht. Aber was ist mit Scarecrow oder diesem Arkham Knight-Burschen? Sie haben Panzer, Raketen, ihre Truppen sind in ganz Gotham. Crane ist entwischt. Ich war dem Toxin ausgesetzt. Meine Güte, geht es Ihnen gut? Wissen Sie noch, was in der Anstalt geschehen ist? Schon gut. Ich hatte schlimme Symptome. Aber das ist vorbei. Das war gute Arbeit von Scarecrow. Ich war nie ein Freund seiner Erfindungen, aber diese Mischung ist toxisch gut. Sie bringt wirklich meine Seite in dir zur Geltung. Sir, haben Sie mich gehört? Commissioner Gordon hat versucht, Sie zu kontaktieren. Danke, Alfred. Jim. Du lebst. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss mit dir sprechen. Klar, was gibt's? Treffen wir uns vor dem GCPD-Gefängnis. Ich bin auf dem Weg. So, dann gehen wir ins Batmobil. Dass er die ganzen Geländer einfach umfahren darf. Alfred, analysiere die Milizen. Truppenstationierung, Ausrüstung, Bewegung. Ich will genau wissen, was mich erwartet. Ich würde eine Analyse der feindlichen Truppen durchführen und mich dann melden. Du kannst alle anderen einnehmen, aber mich nicht. Irgendwas ist anders. Hopsa. Du hast Angst. Du hast deine Ängste immer unterdrückt. Im Unterbewusstsein eingesperrt. So, Aber etwas nahe in den Abgründen deines Verstandes war. Etwas, das nicht einmal du kontrollieren kannst. So. Da entstehen Risse, während es an die Oberfläche dreht. Ich kann es fast schmecken. Drohnen in Chinatown offline! Nein, nein. Ich habe ein Batmobil. Ich habe noch nie einen Feuerwehrmann getötet. Ich kann gar nicht seinen Gesichtsausdruck abwarten, wenn du ihm sagst, dass seine Tochter entführt wurde. Und dass es deine Schuld ist. Das wird echt herrlich werden. Erinnert mich an damals, als ich dem alten Jimbo was sagen musste. Dabei fand ich eine bildliche Darstellung hilfreich. Es muss los. Batman ist hier. Was ist los, Jim? Komm schon, du machst mir Angst. Es ist Barbara. Sie wurde entführt. Nein, nein. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie ist schon vor Stunden rausgekommen. Bleib ruhig. Wir befreien sie. Wer ist es? Wer hat mein kleines Mädchen? Scarecrow. Sie wurde aus dem Uhrenturm entführt. Wir müssen los. Es könnte Hinweise geben, die uns zu ihr führen. Ich folge dir. Bleib in Kontakt. Du musst ihm schon irgendwann sagen, dass es deine Schuld war, Bats. Das Beste ist ja, dass ich bei dir bin, wenn du es tust. Wo ist der jetzt hin? Du musst im Batmobil bleiben und komm. Jim, du musst konzentriert bleiben. Es ist gefährlich da draußen. Fahr langsam und ich kümmere mich um mögliche Probleme. Warum habe ich das zugelassen? Du hättest das niemals vorhersehen können, Jim. Dinge vorhersehen ist mein Job. Als Polizist und als Vater. Das Ganze ist meine Schuld. Alter, warum kann ich nur so langsam fahren? Da oben, wir haben Gesellschaft. Wer ist das? Die Miliz. Ich mach das. An alle Kräfte, hier spricht der Arkham Knight. Eure Priorität ist die Ergreifung von Commissioner Gordon. Ich wiederhole, die Ergreifung von Commissioner Gordon hat Priorität. Ich will ihn lebend. Lasst euch von nichts aufhalten. Sie landisiert. Ich kann sie nicht allein aufhalten. Alter, mein... Was läuft mit meinem Spiel gerade falsch? Schaff sie mir vom Hals.
Alter, was geht hier gerade falsch mit dem Spiel? Schaut euch das an, was geht hier falsch? Ja, sorry, bei mir laggt es so dermaßen. Ich kann sie nicht ewig abschütteln. Ich muss im Batmobil bleiben und Gordon schützen. Ja, das geht sehr gut bei diesen scheiß verfickten Lags. Ich habe Lags ein bisschen kotzen. Die Dreckskerle wollen mich von der Straße drängen. Sogar die Stimmen lägen jetzt schon. Alter Leute, was läuft hier gerade falsch? Verdammter Mist! Du verlierst den Anschluss, bleib dran! Ja Leute, ich melde mich nächste Folge erneut. Wiedersehen. Ohne Lags.